ist unglaublich fokussiert auf ihr Ziel. Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann gibt es da auch kein Zurück mehr. Und sie verfolgt ihre Ziele sehr konsequent und das bewundere ich. Mimi hat den unbändigen Willen, alles zu erreichen und das absolute Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten. Und ich finde, dadurch kann sie mit einer Überzeugung auf die Matte gehen, der man erstmal als Gegner standhalten muss. Und da würde ich mir auch manchmal gerne ein Stück von abschneiden. Ich könnte mir ganz schön viel Ruhe manchmal von Maren abschneiden. Die kann dann doch nur noch mal besser durchatmen als ich. Und ich verfalle dann manchmal in so Panikattacken. Und Maren ist da doch jemand, der auch mal noch mal tief durchatmet und mich auch dann manchmal beruhigen kann. Von Mimi, die absolute Überzeugtheit von sich selbst, das fehlt mir manchmal ein bisschen. Und im Judo die blitzschnellen Angriffe und Attackenangriff bis zum Sieg. Also ich traue Mimi alles zu. Ich weiß, wenn an dem Tag alles stimmt, dann kann es auch zum Titel reichen. Ich glaube, Mimi kann wirklich alles schaffen. Ich glaube, das wird spitze. Ich glaube, du rockst das Ding. Also du hast in den vergangenen Wettkämpfen gezeigt, dass du eigentlich jede schlagen kannst. Und ich glaube, dass es auch Zeit ist, dass du das Finale dann auch wieder auch bei so einem großen Wettkampf für dich entscheidest.